Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Food Friday. Wir waren gerade bei Hofer einkaufen. Wir haben echt übertrieben viel gekauft. Im Hintergrund herrscht Chaos, aber ja, ich zeige euch mal, was ich gekauft habe. Okay, einmal habe ich Mascarpone gekauft, weil ich ein Tiramisu machen möchte. Ich zoome euch mal ein wenig näher ran, so. Mascarpone. Dann habe ich Heidelbeerjoghurt gekauft. Das finde ich eigentlich sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Vollmilch, wir kaufen immer die längerfrische, beziehungsweise die ist für meinen Freund. Ich kaufe immer die fettarme. Kai sitzt im Hintergrund und isst Trauben, die haben wir auch gekauft. Gemüsesuppe, Brühwürfel, glaube ich, nennt man die in Deutschland. Wir nennen sie Suppenwürfel. Dann habe ich so Thunfischfilets gekauft, Makrelenfilets, Knoblauchgranulat, geschälte Tomaten. Wir veranstalten einen Brunch, wenn es sich ausgeht, kommt dazu auch ein Video. Da möchte ich so einen Fischaufstrich machen und den so in Blätterdeckkörbchen füllen. Die habe ich deshalb auch gekauft. Tomaten habe ich gekauft. Chicken Nuggets haben wir gekauft, Korn weghallen, Kidneybohnen, also wir hatten jetzt wirklich fast gar nichts zu Hause, weil wir ja auf Urlaub waren, Olivenöl, das finde ich ganz gut, ich kaufe eigentlich meistens das, also wenn wir bei Hofer sind, Kartoffeln, da habe ich Salatkartoffel gekauft, ja, okay. Egal, ich mag eh Kartoffelsalat, ich habe einfach irgendwelche genommen. Zwiebel. Ich mag die, wenn die so groß sind, die sehen so groß und knackig aus. Avocado und ich wollte eigentlich ein wenig festere haben, damit sie noch nachreifen müssen, aber es gab nur welche, die sehr reif waren. Es steht auch hier, ist reif. Und die habe ich gekauft. Da dachte ich auch, das wäre auch cool, irgendwie noch was reinspritzen in die Avocado und so. Also so einen Fischaufstrich. Wir werden sehen. Gemüse, Thunfischsalat. Den mit Bohnen habe ich auch geholt. Ist hier irgendwo. Kann ich wirklich empfehlen. Da ist sogar eine Gabel dabei, so für unterwegs, für den schnellen, schnellen Genuss. Dann haben wir eben Freunde eingeladen und eine Freundin von mir ist laktoseintolerant. Deshalb habe ich gekauft Creme Fraiche und Sauerrahm in laktoseintolerant, in laktosefrei, oh mein Gott. Sekt kann man auch immer gebrauchen, ich finde den ganz lecker, Frizzante Holunderblüte und das ist halt so ein ganz ein normaler. Dann haben wir gekauft Weizenmehl glatt, kann man auch immer gebrauchen, so ein Grundnahrungsmittel, Mayonnaise. Noch ein laktosefreies Joghurt. Ich finde also, wenn man laktoseintolerant ist, in Österreich bei Hofer gibt es echt alles. Das finde ich sehr, sehr gut. Lasagne, weil ich habe auch für Lasagne eingekauft. Butter. Grabkerzen. Käse für die Lasagne. Das könnt ihr vielleicht auch mal mitfilmen, wie ich Lasagne mache. Erdbeerjoghurt. Es tut mir echt leid, dass jetzt das Licht und so. Kauen, Schatzi! Kauen! Kai stopft. Kai stopft alles Trauben in sich rein. Ja, es tut mir leid, dass die Qualität jetzt nicht so gut ist, aber das Licht ist schlecht. Und ich wollte euch einfach wieder mal einen Haul zeigen, weil es jetzt schon länger keine mehr gegeben hat. Ich hoffe, ihr freut euch. Brunch. Brunch braucht man doch für einen Brunch. Das hat mein Freund gekauft. Der liebt diese Sahne-Desserts, wobei wir sowas noch zu Hause haben. Käsekugel. Noch mehr Thunfisch in eigenem Saft. Knoblauch Aufstrich. Ich glaube, der ist auch sehr, sehr lecker. Das habe ich auch gedacht. Damit könnte man eigentlich auch so etwas machen, eben noch Garnelen habe ich gekauft und das ist der mit weißen Bohnen, dieser Gemüsesalat. Hummus, der Hummus von Hofer ist auch wirklich gut. Hui. Obstgarten, Kirsch, hat auch mein Freund gekauft. Sardellen, das hat auch mein Freund gekauft.
Die wollte ich schon letztens kaufen. Und zwar sind das so kleine Zuckerbärte und die haben jetzt, naja, nur mehr, aber sie haben jetzt 2 Euro gekostet, früher mal 3 Euro. Kai schaut auch zu, was ich hier veranstalte. Dann geht es aber noch weiter. Ich dachte ja, dass ich Tiramisu mache und es gab keine Freilandhaltungseier mehr. Ich muss nochmal los, weil ich brauche eigentlich mehr Eier und jetzt haben wir halt eine Packung Bodenhaltung gekauft. Das waren die einzigen, die es gegeben hat. Wenn ich nicht akut Eier brauchen würde, hätte ich die nicht genommen, weil ich eigentlich Bodenhaltung nie kaufe, aber es gab sonst eben nichts. Germknödel, Bananen und wenn jetzt jemand fragt, ja, ich backe sie nochmal extra in seinen Sack rein, den benutze ich nämlich dann wieder als Müllsack. Dann Silvester-Glücksbringer, wenn das Video online kommt, ist es für Silvester zwar schon ein wenig zu spät, aber gekauft habe ich sie. Holunderblütensirup, der ist auch ganz gut und ich finde den Verschluss ganz praktisch, weil der eben so zum Öffnen ist und nicht zum Schrauben. Finde ich, find ich echt besser. Dann Kai seine ersten, nein, nicht da aufgestellt, tatsächlich. Kai seine ersten Fruchtzwerge hat er noch nie gegessen. Bin sehr gespannt. Ich finde ja jetzt, da ist halt Zucker drinnen, so als dritte Zutat. Wobei eben Frischkäse und Rahm ist am meisten drinnen. Ja, wir werden sehen, kosten darf er sie. Rote Kidneybohnen, Marzipan, Kärntner Käsnudel, sehr, sehr zu empfehlen, die sind echt lecker von Hofer. Lachs, Faschiertes, und zwar habe ich das magere Faschierte genommen. Haferflocken kaufen wir irgendwie immer. Noch mehr Thunfisch, weil ich ja eben so einen Aufstrich machen will. Snackmix, die mögen meine Männer sehr gerne. Zipbeutel, finde ich auch praktisch. So einen Saft, ACE Rosso. Blätterteig Light, also wenn es irgendwie, die Nachbarskatze hüpft hier draußen rum, wenn es irgendwie eine Light-Variante gibt von solchen Sachen, greife ich meistens dazu. Diese Milch habe ich für mich gekauft. Dann noch mehr Käsnudeln. Wir gehen nicht so oft zu Hofer einkaufen, haben auch in der Nähe nicht unmittelbar einen. Deshalb haben wir dann mehr gekauft. Rosinen oder Sultaninen. Frischhaltefolie. Orangensaft. Griechischen Joghurt, den kann ich auch immer empfehlen. Finde ich sehr, sehr lecker. Geschirrspültabs, Balsamico, den mag ich auch sehr gerne, also ich kaufe eigentlich immer den dunklen. Zucchini, Ketchup, unser absolutes Lieblingsketchup. Kernöl, danke Schätzi. So einen laktosefreien Käse. Wusste ich gar nicht, dass der laktosefrei ist. Noch für meine Freundin eine laktosefreie Milch. Das fand ich sehr interessant. Wintersirup Bratapfel Kai. Den werden wir ausprobieren. Kai klettert auf die Geschirrspültabs. Schatzi, du tust dir da weh. Backkakao. Feinkristallzucker. Und Penne. Und wir haben, glaube ich, 150 Euro bezahlt für alles zusammen. Damit kommen wir aber jetzt wieder eine Weile aus und ich hoffe, der Food Haul war interessant für euch. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da, dann kann ich das abschätzen, ob ihr mehr Food Hauls sehen wollt. Und wir sagen danke fürs Zusehen und bis bald. Bye bye. Sagst du bye bye? Schickst du Bussi?